سبيل الدموع سبيل مريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Ich wollte mich inshallah ta'ala in erster Linie mit zwei schönen, sehr wichtigen Ahadith erinnern und dann euch, meine lieben Geschwister. Der Prophet, es wird überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass während die Sahaba zusammensaßen, Leute ihn eine Frage gestellt haben. Und subhanallah, das zeigt auch die Fragen, die die Sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gestellt haben. Was für eine, yani, mit was sie sich beschäftigt haben und was für eine Bedeutung yani, ihr Leben hatte. Sie fragten ihn, man ahabbu al-ibadi ila Allah. Und ahabbu ist ala wajh al-tafdil, yani, nicht wen liebt Allah subhanahu wa ta'ala oder wer ist Allah subhanahu wa ta'ala am liebsten, sondern wer von den Dienern Allahs hat er am liebsten, am allerliebsten. Ahabbu al-ibadi ila Allah. Und die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam war sehr, sehr kurz. Er sagte, wer bi ummi sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Und ahsanuhum ist auch al-tafdil. Die den besten Benehmen haben. Yani, es gibt gutes Benehmen, aber der am besten den Benehmen hat, den hat Allah subhanahu wa ta'ala am liebsten. Und dieser Hadith ist sahih. Sheikh al-Albani rahimahullah hat den für sahih erklärt. Und dann gibt es noch einen anderen Hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, Ana za'imu baytin fi rabadil jannah. Ana za'imu baytin. Ana za'imu bedeutet, ich yani, verspreche bzw. bürge und verspreche ein Haus, ein Palast, Bayt, Qasr, fil jannah, fi rabadil jannah. Rabad ist entweder yani, yani unten, oder man kann es auch damit übersetzen, am Stadtrand von Al-Jannah, am Rande von Al-Jannah. Für wen, meine lieben Geschwister? لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقَّ. Al-Mira ist Al-Jidal. Wer yani, das unterlässt, zu streiten und unnötige Diskussion, wer diese meidet, selbst wenn er Al-Haq hat, wenn er im Recht ist. Dem verspricht der Nabi sallallahu alaihi wasallam ein Paradies, ein Haus, ein Palast im Paradies, am Stadtrand, also am Rande vom Paradies. Und wabi baytin fi wasat al-jannah, in der Mitte vom Paradies, für wen? Liman taraka al-kadhiba walau kana maziha. Der das Lügen unterlässt und nicht lügt, selbst wenn er nur Spaß macht. Im Umkehrschluss versteht man daraus, dass wenn jemand sogar im Spaß und beim Lachen nicht lügt, so wird er auch bei ernsten Sachen erst recht nicht lügen. Dem verspricht Nabi sallallahu alaihi wasallam ein Haus, ein Palast, wo? In der Mitte vom Paradies. Und wabi baytin fi a'la al-jannah. Ein Haus, ein Palast in der höchsten Stufe im Paradies. Wen? Liman hasuna khuluqu. Der ein gutes Benehmen, einen guten Charakter hat. Der hat yani, das Höchste. Man sieht aber auch, dass yani, die Diskussion meiden, selbst wenn man im Recht ist, und das Lügen zu meiden, selbst wenn man nur Spaß macht, das sind auch Charaktereigenschaften. Und zum Schluss kommt das, was alle sammelt, und Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, der hat yani, die höchste Stufe, ein Haus, einen Palast versprochen in der höchsten Stufe des Paradies, wenn er husnul khuluq hat, wenn sein Charakter und sein Benehmen gut ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Charakter bessern und uns ein gutes Charakter schenken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.